So, jetzt tut es mir leid, jetzt komme ich eigentlich zu dem Thema, über das wir reden müssen. Es tut mir leid, Frau Ministerin, ich habe ja gehört, Sie oder der Herr Polaschek, jetzt weiß ich nicht, wer zum Opernball müsste, Sie nicht, der Herr Polaschek, ich weiß jetzt wirklich. Nein, ja, und ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein. Es tut mir leid, dass in diesem Haus eine Demokratie stattfindet und ich finde das ein Skandal, dass hintenrum telefoniert wurde. Das ist, lasst es mal zu, das geht auch um die SPÖ, um eure demokratische, eingebrachte, dringliche Anfrage. Jetzt schreien da einer die erste Reihe davor, immer ganz interessant. Ist wirklich hintenrum telefoniert worden von Ministerseite, ob wir nicht unsere Reden kürzen könnten, eine Redezeitbeschränkung machen könnten, weil der Herr Minister Polaschek sonst zu spät zum Opernball kommt. Ausgerechnet diese Regierung traut sich das mit einer Unverfrorenheit zu fragen, die mit dem Bundesrat ansonsten so umgeht, wie mit der Fußmatte vor irgendeiner Wohnungstür. So nicht, Frau Ministerin, das kann ich Ihnen sagen. Denn der Opernball wird auch ohne Herrn Polaschek und ohne Frau Edtstadler stattfinden können. Und wer weiß, vielleicht ist bei uns ja gar nicht so viel fader als wie am Opernball. Da ist relativ eng, da ist heiß, bei uns haben sie viel Platz zum Sitzen, da ist nicht so heiß und kosten dem Steuerzahler dann auch nicht so viel, wenn sie da drinnen sitzen. Nicht? So, dann geht es weiter, weil Sie alle sagen, der Herr Schennach war wieder so belehrend. Man kommt ja nicht nach Österreich, weil es einem da dann so gut geht. Bei 500 Euro Klimabonus fürs in die Luft schauen, wo man keinen einzigen Cent zahlen muss für eine Waschmaschine, für einen Kühlschrank, für Strom, für Gas, 500 Euro nachgeschmissen kriegen, ich glaube, das Land, zeigen Sie mir, das mehr Anreiz bietet als Österreich mit seinem Klimabonus für Asylanten. Das gibt es nicht, dieses Land. Das findet man auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt stellt sich dann die Frau Ministerin daher heute und redet davon, dass wir einen Zaun bauen jetzt. Brüssel baut jetzt dann einen Zaun um Europa. Genau den Zaun, den Sie nie wollten, Frau Ministerin, den Sie immer verhindert haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Innenministerin Hanni Mikl-Leitner mit dem Werner Faymann wollte einen Zaun, eine Tür mit Seitenteilen bauen. So ist Ihr Zaun, Frau Ministerin, so schaut es aus. Es war halt, und das muss man dazu sagen, leider Gottes wirklich peinlich, weil die ÖVP macht immer dasselbe Spiel. In Niederösterreich haben es die Wähler aber durchschaut jetzt. Und glaubst du mir, das Niederösterreich ist kein einzelnes Phänomen, denn die ÖVP wurde jetzt durchschaut. Denn ihr habt immer dasselbe Spiel betrieben. Ob das in sozialen Fragen war, ob das in sicherheitspolitischen Fragen war, ob das in bildungspolitischen Fragen war, ihr habt es immer, betreibt es immer dasselbe Spiel. Und ich habe es nicht einmal daraus gelernt, weil Sie machen es ja jetzt wieder, Frau Ministerin. Sie stellen sich hin, reden in der Öffentlichkeit von Grenzen schließen, von Zurückweisungen, von geschlossenen Balkanrouten und machen in Brüssel genau das Gegenteil. Sie stellen sich hin in irgendeinem Bundesland in Österreich, wo Sie regieren und sagen, oh, aber die böse Bundesregierung, deshalb können wir das nicht machen. Wo die eigenen Leute aber in der Bundesregierung sitzen. Und in der Bundesregierung sitzt man sich hin und sagt, oh, die Bösen in Europa. Wo aber Ihre Partei ja an der Macht ist in Europa, mit Ihrer von der Leyen, die von niemandem gewählt wurde. Das ist Ihre Parteienfamilie, Frau Ministerin. Und das haben die Leute mittlerweile durchschaut. Das haben sie durchblickt. Weil man kann nicht erwarten, wenn man ihnen, das haben sie nicht durchschaut. Du hast gesagt, das haben die durchblickt. Das haben die Wähler nicht durchschaut. Ja, darf ich dich, Frau Kollegin aus Niederösterreich, noch einmal an das Wahlergebnis in Niederösterreich erinnern? Ich glaube, das ist sehr wohl durchschaut vom Wähler, was diese ÖVP immer mit den Wählern aufgeführt hat in den letzten Jahren. Und dann redet der Minister Karner von seiner tollen Offensive mit Marokko, diese Medienoffensive. Müssen Sie jetzt schreiben, dass Sie zu spät zum Opernball kommen oder was am Handy? Also wär schön, wenn Sie das Handy weglegen würden. Wär wunderschön, wenn Sie zuhören würden. Der Opernball wird nicht warten auf Sie, aber er wird auch noch stattfinden, wenn Sie ein bisschen später da sind.
Das ist doch unglaublich. Andauernd am Telefon diese gute Dame, völlig ignorant, alles egal. Aber diese Ignoranz, Frau Edtstadler, wird Ihnen noch massivst auf den Kopf fallen. Das kann ich Ihnen versprechen. Weil ob Sie mir da zuhören oder nicht, ist mir völlig wurscht. Das ist mir völlig egal. Aber der Respekt wird es halt bieten gegenüber dem Bundesrat, nicht gegenüber mir, weil das ist mir egal. Zu seiner Online-Offensive vom Herrn Karner. Die hat satte und schreibe 260.000 Euro gekostet in Marokko. Und uns wurde versprochen vom Herrn Karner bei der Präsentation, ihr werdet sehen, das hilft jetzt, das ist jetzt die Wunderwaffe, jetzt kommt niemand mehr aus Marokko. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an. Es sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Also es ist schon interessant, wie diese Online-Kampagne vom Herrn Karner wirkt. Das war einmal interessant, welche Agentur das da gemacht hat. Nicht? Weil die Agentur, die darf ich einmal gern kennenlernen. Und Frau Edtstadler, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es tut mir eigentlich leid. Sie tun mir nicht leid, weil sie bleiben ja selber da sitzen in der Regierung. Nein, sie tun mir nicht leid. Aber diese Regierung ist gescheitert, ist überfordert. In allen Belangen, wo sie zuständig sind, ist diese Regierung gescheitert. Sie sind überfordert, unfähig und leider Gottes, leider, weil es wäre wunderschön, wenn wir eine ordentliche Regierung hätten, leider Gottes nicht ansatzweise in der Lage, für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung zu sorgen. Und das ist ja das Traurige. Wenn wir keine Probleme in dem Land hätten, dann bräuchten wir ja nicht drüber diskutieren, wenn alles gut wäre, wenn wir keine Scheinasylanten hätten, wenn wir keine Messerstecher hätten, wenn wir keine Vergewaltiger hätten, wenn alles freundliche junge Damen kommen würden, Mütter kommen würden, das wäre tadellos, dann braucht man nicht drüber diskutieren, aber zu uns kommen junge, starke, potente Männer, die nicht wissen, wohin mit ihrer Potenz. Und das ist das Problem, in dem wir uns befinden, Frau Edtstadler. Und dann ist es natürlich scheinheilig. Dann brauchen wir es nicht aufdrehen, wenn der Herr Kollege sagt, das ist scheinheilig, so wie Sie Politik betreiben, und das ist scheinheilig, wenn man so über die Frauen spricht. Das stimmt schon. Wenn man wirklich in Österreich eine sichere Politik für Frauen haben will, dann braucht man endlich einmal Taten, Frau Ministerin. Nicht immer nur schöne Worte am Weltfrauentag, sondern diese Frauen haben von diesem Weltfrauentag nichts, wenn sie dann Angst haben müssen, in einer Schule in Kärntner vergewaltigt zu werden. Frau Kollegin von den Sozialisten, ist das lustig? Ist das lustig? Dann lachen Sie nicht. Frau Kollegin, dann lachen Sie nicht. Dann lachen Sie nicht. Weil das ist ein junges Mädchen, der ihr Leben jetzt zerstört wurde. Dieses Leben wurde zerstört. Die wurde von ihren Migranten vergewaltigt. So schaut's aus. Und dann noch blöd lachen. Was haben wir denn überhaupt? Aber diese ÖVP betreibt es immer gleich. Immer gleich. Immer gleich. Frei nach dem Motto der Tiroler Volkspartei, alles richtig gemacht. Aber die Menschen durchschauen sie, Gottlob, endlich. Das hat früher funktioniert, da hat es ja den Basti, Wunderbasti gegeben, der die Balkanroute geschlossen hat und dann vergessen hat, den Schlüssel abzuziehen beim Türl. Das hat früher funktioniert, als er angeblich gesagt hat, er hätte das Asylproblem im Griff, und das hat früher funktioniert beim Basti, wo er behauptet hat, er sei eh nichts korrupt. Das ist übrigens der Basti, der Sie in die Regierungen geholt hat, also Ihr guter Freund. Aber seit dem Fall des großen Bastis gibt es ein Umdenken im Land, und der Bürger hat es jetzt gecheckt. Und wenn Sie über europäische Lösungen sprechen, Frau Ministerin, dann sprechen wir nicht seit gestern über das, sondern seit über 20 Jahren. Und gibt es schon eine europäische Lösung? Nein, es gibt keine. Das heißt, dieser schwerfällige Apparat in Brüssel, diese Bürokraten, die da sitzen, die ja keine Ahnung haben vom Volk, die so weit weg sind von der Realität, mit denen werden sie in dieser Frage die nächsten 20 Jahre auch keine Lösung finden. Und dann muss man, wenn man das nicht selber machen will, in Kauf nehmen,
dass solche Fälle wie in Kärnten, wie der Fall Leonie, weiterhin in Österreich passieren. Aber das kann ja nicht unser Anspruch sein, Frau Ministerin. Eben, unser Anspruch muss ja sein, dass solche Fälle genau nicht mehr passieren in Österreich. Das heißt, handeln wir hier in Österreich national endlich. National. Und man hat es einfach schon einmal bewiesen. Sie, Frau Minister, waren ja diejenige, die ja den eigenen Österreicher, der nicht geimpft war, ausweisen wollte. Also sprich, Sie haben ja gesagt, jetzt lachen Sie drüber. Ich glaube, es war nicht so lustig. Das Zitat ist belegt. Da haben Sie gesagt, jeder, der nicht geimpft ist, hält sich dann, wenn die Impfpflicht in Kraft ist, widerrechtlich in Österreich auf. Natürlich, so. Jetzt haben Sie bewiesen, dass Sie die österreichischen Staatsbürger abschieben wollen, nicht die Nicht-Geimpften. Funktioniert aber anscheinend nicht bei Asylwerbern. Da gibt es jetzt aber einen Fehler in Ihrem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen nicht-geimpften Österreicher schieben wir ab, einen nicht-geimpften Asylanten, der darf da bleiben. Also das glaubt Ihnen kein Mensch mehr, Frau Ministerin, wenn Sie österreichische Bürger wollen betiteln als nicht rechtens in Österreich lebend, dann ist aber jeder Asylwerber erst recht nicht rechtens in unserem Land. Und wenn man natürlich dann auch noch jedem dahergelaufenen, und das sage ich jetzt so wie es ist, 500 Euro in die Tasche steckt, dann wird es halt nicht besser. Und wenn man auch da das Motto verfolgt, koste es, was es wolle, dann gibt es halt irgendwann ein Problem. Und es ist nicht 5 vor 12, es ist schon 5 nach 12. Wenn es die ÖVP verstanden hat, sei es mir Gott recht. Nur ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem Koalitionspartner, mit diesen links-linken Träumern, ehrliche Asylpolitik für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung machen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden Sie andere Partner brauchen. Und die Freiheitliche Partei ist bereit, bei ordentlichen Vorschlägen mit Ihnen für die österreichische Sicherheit zu sorgen. Aber dann müssen Sie ordentliche Gesetzesanträge hier einbringen und vom koalitionsfreien Raum, ja, los einmal zu, die schreien einer wie die 5 Hennen auf der Leiter, du die ganze Zeit. Vom koalitionsfreien Raum. Ihr müsst vom koalitionsfreien Raum Gebrauch machen, Frau Ministerin. Den haben Sie verhandelt, oder? In den Koalitionspakt. Machen Sie davon Gebrauch, reden Sie mit uns, können in einer Regierung mit den Grünen bleiben. Das ist mir unbenommen, Sie picken nicht fest. Aber zumindest in dieser Frage, wo man sich sicher ist, dass man muss für die österreichische Sicherheit, für die Bevölkerung was machen, sind die Grünen nicht Ihr Partner. Das werden Sie wohl selber wissen, Frau Ministerin. Da müssen Sie vom koalitionsfreien Raum dann Gebrauch machen. Und ich lege jedem Sozialromantiker, Willkommensklatscher, dieses Buch ans Herz. Denn da drinnen, liebe Sozialisten, steht, das Migrationsproblem über die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwanderung. Und der Herr Rolf-Peter Sieferle schreibt da ein Zitat und das passt sehr gut. Ich darf kurz zitieren. Es wird irgendwann deutlich werden, dass eine Welt von No Borders, No Nations zugleich auch eine Welt von No Welfare sein muss. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Wenn ich die Nationen abschaffe, wenn ich die Grenzen abschaffe, schaffe ich somit auch den Sozialstaat ab, weil er natürlich nicht mehr finanzierbar ist, liebe Kollegen von den Sozialisten. Und der Sozialstaat wird Ihnen doch wohl noch ein Anliegen sein. Hoffentlich, nicht? Ist er Ihnen ein Anliegen. Und es müsste ein koordiniert zwischenrufen, damit ich auch reagieren kann. Weil wenn einer reinruft, dann kann ich darauf reagieren. Aber wenn 6 zugleich wie auf so einer Händenleiter einer schreien, dann bop, 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 verstehe ich das nicht. Keine Chance. Dann kann ich nicht reagieren. Tut mir leid, liebe Kollegen von den Sozialisten. Das ist nicht möglich. Ja, der Herr Kollege Köcki ist immer noch nicht da. Er hat noch etwas zu sagen gehabt. Es ist ein bisschen schade, dass er kurz vor seiner Politpension
noch so eine Lachnummer hier draußen abgeliefert hat. Danke.